Schon mit 13 gibt es bei Maxim erste Anzeichen von einem problematischen Game-Konsum. Tag und Nacht verbringt er allein im Zimmer mit Computerspiel. Immer häufiger fehlt er in der Schule und kommt schlechte Noten über. Er schottet sich ab und vernachlässigt sein Sozialleben. Das Game oder halt mein Medienkonsum ist viel attraktiver gewesen, im Gegensatz zu mit Kollegen rauszugehen oder etwas zu machen. Spätestens mit 18, wo er wegen seiner Absenzen die Lehre abbricht, will er an seinem Leben etwas verändern. Egal wie peinlich das vielleicht ist, egal wie unangenehm es ist, vielleicht das zuzugeben, vor allem in meinem Alter dann zumal. Und dann habe ich gesagt, das ist mir viel wichtiger, als dass ich ein gutes Image habe. So. Ich muss etwas machen für meine Zukunft. Für den Maxim ist klar, er braucht Abstand von zuhause, von seinem Zimmer. Das gelingt ihm durch das Projekt Alp, das für Menschen mit Suchtproblemen Aufenthalt bei Gastfamilien auf Bauernhöfen organisiert. 3 Jahre nach seinem Aufenthalt treffen wir den Maxim bei der Familie Friedli aus dem Emmental, einer Gastfamilie, wie der Maxim sie auch hatte. Also, was mich bei der ganzen Sache eigentlich fasziniert oder reizt, ist, ein Mensch von seinem, sagen wir mal, Problem oder seiner Vergangenheit probieren wieder auf einen anderen Weg zu bringen. Den Sinn des Lebens auch ein bisschen zu zeigen. Gut zusammen, ja. Beim Besuch erinnert sich der Maxim an die Zeit bei seiner Gastfamilie zurück. Auf dem Bauernhof ändert sich für ihn dort von einem Tag auf den anderen der ganze Alltag. Am Morgen früh aufstehen, um auf den Hof zu helfen und Regeln einhalten. Das Handy habe ich abgeben. Das habe ich nur bekommen am Abend, wenn ich meine Familie schreiben wollte. Und wenn wir ein paar Kollegen haben, schreiben. Ob Stall ausmisten oder die Würste für den Hofladen einpacken, der Maxim ist voll ins Leben auf dem Hof integriert. Die ersten paar Wochen sind für den Maxim aber schwierig. Er langweilt sich und es fehlt ihm an Motivation. Mein Gehirn verlangt nach der Überstimulation, die ich schon hatte. Und ich kann ihn nie finden oder melken oder den Stall mischen. Das gibt nicht gleich viel Stimulation wie den Endboss zu besiegen in einem Dungeon oder so. Um zu schauen, ob der Maxim Fortschritt macht, gibt es einmal pro Woche ein Gespräch mit einem Betreuer vom Projekt Alp. Und mit der Zeit gewöhnt sich der Maxim auch an den Hofalltag, an das Leben ohne Games und kommt sogar Freude über, vor allem an den Tieren. Sie sind auch alle so simpel und es gibt eben sehr viel zurück. Sie verlangen nicht so viel von dir und sie sind auch auf dich abhängig. Schon nach 3 Monaten kann der Maxim wieder heim. Die Erfahrung hat ihm viel gezeigt. Es ist nicht ich, wo ist, es ist nicht irgendwo in der Lage ist, einen gesunden Alltag zu überwinden. Es ist eine Krankheit, es ist ein Zustand, den ich über die Zeit bekommen habe. Heute macht der Maxim eine Lehre als Informatiker und hat seinen Game-Konsum unter Kontrolle. Solche positive Resultate geben auch der Gastfamilie Motivation. Wenn du einfach merkst, der hat es geschafft, der ist wieder im ersten Arbeitsmarkt, der hat sein Leben wieder im Griff. Das ist sicher eine Genugtuung für meine Belohnung. Es hat einen grossen Einfluss auf unser Leben oder auf mich hat es einen grossen Einfluss gehabt. Ja, ich bin sehr dankbar.